Skerix fragt Pete Smeed. Ihr dürft drei Helden aus dem DC- und Marvel-Universum auswählen, die euch beschützen. Die ganzen Schurken aus den beiden Comics versuchen euch zu töten. Welche Helden würdet ihr wählen? Tja, das ist wiederum was anderes, ne, als die Frage vor ein paar Wochen. DC oder Marvel? Da würde ich mir tatsächlich Thor raussuchen, weil er halt ein Gott ist. Ja, er sollte relativ stark sein mit seinem geilen Hammer. Wer ist denn noch relativ stark? Na ja, nehme ich natürlich Captain Marvel. Die gibt es zwar noch nicht, aber kommt. Und wer ist noch relativ stark? Keine Ahnung. Für Duschen nehme ich Aquaman. Brauchen wir nicht. Oh, das ist, glaube ich, einfach. Iron Man auf jeden Fall. Thor finde ich noch super cool. Die sind, glaube ich, ein gutes Duo. Und dann noch zur Verteidigung so ein bisschen Doctor Strange. Ich glaube, der kann einen persönlich auch beschützen. Die anderen sind mehr so Offensivkräfte. Und Doctor Strange ist für mich dann die Leibgarde. Okay, pass auf. Ich mache mir jetzt hier live Gedanken, ja? Das wird schwierig. Aber ich will es nicht googeln, weil diese Fragen kommen häufig. Drei Helden aus dem DC- und Marvel-Universum auswählen, die euch beschützen. Die ganzen Schurken aus den beiden Comics versuchen euch zu töten. Welche Helden würdet ihr wählen? Marvel-Universum würde ich wählen, Thor. Iron Man und Captain Marvel. Und in DC würde ich natürlich Batman nehmen. Was hatten DC noch so verhält? Was gibt es denn im DC-Universum noch für Helden? Also, boah, keine Ahnung. Haben die nicht hier so ein Shit wie Aquaman? Warte mal, DC-Helden. DC-Comics. Figuren aus dem DC-Universum. Da, Bams. Amazing Man. Nice. Also, Ambush-Bug. Ambush-Bug ist ja mal richtig geil. Der zum Teil Parodie auf das Superhelden-Genre ist. Auf jeden Fall, Ambush-Bug ist meine Nummer 2. Aqua-Girl. Oh, auch nicht schlecht. ist doch ganz klar. Boah, scheiße, war die jetzt DC oder Marvel? Nee, ich glaube, die war Marvel. Ich tausche, also, Moment, ich muss das neu aufnehmen, oder? Ach, Quatsch. Geht das halt mal was länger. Also Marvel, ne, Captain Marvel, Thor und Squirrel Girl, ja, wichtig. Und bei DC nehme ich natürlich, oh, Captain Atom, oh ja, Captain Atom, Batman und ey, das ist doch kein Held. Der Riddler ist doch kein Held, was soll das denn? Rat der Eulen. Das sind meine 6. Die machen alle fertig, vor allem Squirrel Girl. Okay, also bei deiner Fragestellung wäre es natürlich irgendwie voll smart, Superman zu nehmen, weil der per Definition der beste Superheld ist, den es so gibt. Würde ich voll schade finden, weil ich finde, Superman ist ein Lappen. Dann würde ich auf Marvel-Seite Captain Marvel nehmen. Was wahrscheinlich noch ziemlich cool wäre. Und für den Fall der Fälle, dass alles schief geht, mit Dr. Strange, dann können wir die Zeit zurückdrehen und es nochmal probieren. Ich würde sagen, Thor, Captain Marvel und Jean Grey, wenn sie weiß, was sie tut und auf meiner Seite ist.